bitte jetzt Herrn Achermann vom Institut für öffentliches Recht. Ich hoffe, man hört mich jetzt da hinten auch, fürs öffentliche Recht. Er ist Experte für Migrationsrecht und er befasst sich in seinem heutigen Vortrag mit der Frage, wer ist eigentlich ein Flüchtling? Also es geht um die Definition des Flüchtlingsbegriffs und dessen Anwendung. Ja, ganz herzlichen Dank und guten Abend. Krieg, Geschlecht und Verfolgung. Wer ist Flüchtling? Das Flüchtlingsrecht beantwortet oder sollte einige Hauptfragen beantworten. Die eine Frage, auf die ich mich heute konzentrieren werde, ist die Frage, wer ist Flüchtling, also die Definition. Und damit verbunden die Frage, sind das Verfahren, welche für ganze Gruppen gelten, oder sind das in jedem Fall Individualverfahren, in dem im Einzelfall abgeklärt wird, ob eine Person Flüchtling ist oder nicht. Eine andere Frage ist, wenn eine Person Flüchtling ist, hat sie Anspruch auf Asyl oder nicht? Oder ist das im Ermessen der Staaten, ob sie eine Person aufnehmen wollen oder nicht? Und ist Asyl vorübergehend oder dauerhaft? Und eine dritte damit verbundene Frage ist die Frage nach der Verteilung, über die ja in diesen Tagen, Monaten gestritten wird, vor allem in Europa. Wer ist für den Flüchtling, für die Flüchtlinge verantwortlich und wie verteilen wir Flüchtlinge? Das sind nicht neue Fragen, aber es sind Fragen, die im Moment sehr drängend. Ich werde mich, wie gesagt, heute auf den ersten Teil konzentrieren, die Frage des Flüchtlingsbegriffes. Wie ist er entstanden? Wie hat er sich entwickelt? Wie wird er heute angewendet? Und dann auf zwei sehr typische Fälle eingehen und sehr exemplarische Fälle in Kriegssituationen. Die Frage, wer ist in einer Kriegssituation als Flüchtling anzuerkennen? Und bei geschlechtsspezifischer Folgung als neue Form. Ich beginne nicht mit einem Film, aber vielleicht mit einem Zitat, Back to the Future. Was Sie hier sehen, ist ein Auszug oder ein Artikel aus der ersten Bundesverfassung der Schweiz von 1848, im ersten Bundesblatt des Jahres 1949 erschienen. Und da finden wir einen Artikel, gegen die auswärtigen Staaten besteht Freizügigkeit unter Vorbehalt des Gegenrechts. Das heißt genau das, was es meint. Es bestand Freizügigkeit. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Es hat relativ viel zu tun, weil wir im 19. Jahrhundert in einer Phase der Freizügigkeit stehen. Also die weitgehende Niederlassungsfreiheit, die bestand. Und das hatte als Konsequenz auch, dass es keinen international rechtlichen Bedarf gab nach einer Flüchtlingsdefinition. Solange sich Menschen mehr oder weniger frei niederlassen konnten, in einem anderen Staat entstanden keine massiven Flüchtlingsprobleme. Mindestens nicht solche, die einer internationalen Absprache bedurft hätten. Also ein geringes Bedürfnis nach einer Definition auf Ebene des Nationalstaates, auch wenn, das darf man nicht unterschlagen, es durchaus Flüchtlingsprobleme vorübergehender Art gegeben hat, etwa in der Schweiz 1949 ganz massive Probleme, also die ersten Bundesblätter reden nur über Flüchtlingsprobleme, Flüchtlinge aus Deutschland, aus Italien, aus Österreich, aus Frankreich, in kurzer Zeit etwa 40.000 Flüchtlinge, welche den jungen Bundesstaat extrem belastet haben, das wäre ein abendfüllendes Thema für sich. Aber damals wurde nicht diskutiert, wer ist jetzt Flüchtling und wer nicht. Und die ersten eigentlich Nationalstaat-Diskussionen über den Flüchtlingsbegriff tauchen auf in den Vereinigten Staaten, als die Vereinigten Staaten so ab 1860, 1870 begonnen haben, die Einwanderung einzuschränken. Haben gesagt, eine Ausnahme, also es wurde als Voraussetzung statuiert, nur Personen, die schreiben und lesen können. Wir dürfen einwandern, Ausnahme für religiöse Flüchtlinge. Ansätze für einen Flüchtlingsbegriff. Religiöse Flüchtlinge durften einwandern, auch wenn sie Illiteraten waren. Also man kann sagen,
kein globales Problem aufgrund der weltweiten Freizügigkeit und keine besonderen internationalen Regeln. Das änderte sich spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg mit der neuen Phase der Einwanderungskontrolle, als die wichtigsten Einwanderungsstaaten begonnen haben, Migrationskontrollen einzuführen und auszuwählen. Das Bild, das Sie hier sehen, sind armenische Flüchtlinge 1920. Es entstanden große Flüchtlingsgruppen, die jetzt nicht einfach weiterwandern und sich niederlassen konnten. Die Frage jetzt, wie geht die internationale Gemeinschaft mit den Flüchtlingen um? Es entsteht damals das weltweite Flüchtlingsproblem. Und große Fluchtbewegungen, die Armenier hier, andere aufgrund des Zusammenbruches des Zarenreichs und des Osmanischen Reiches. Was macht die internationale Gemeinschaft, damals der Völkerbund? Es entsteht ein neues internationales Regime. Und zwar treffen sich die Staaten jeweils ganz konkret zu einem Flüchtlingsproblem und berufen eine Flüchtlingskonferenz aus. Und das war das Mittel damals. Anhand solcher Arrangements wurden definiert, wer als Flüchtling in einen Aufnahmestaat übersiedeln kann. Und diese Personen erhielten Reisepässe, wurden später auch nach einem Hochkommissar für Flüchtlinge Nansenpässe genannt. Aber es war kein Recht des Flüchtlings, es war ein Aushandeln. Die Staaten sagten, wir übernehmen diese Gruppe, ist kein Individualschutz, aber die dürfen in unseren Staat reisen. Dieses System funktionierte mehr recht als schlecht. Es gab beispielsweise keine Einigung auf die Aufnahme von italienischen Flüchtlingen und keine Einigung in Bezug auf die Aufnahme von deutschen Flüchtlingen. Und letztlich scheiterte dieses Flüchtlingsregime der Zwischenkriegszeit ganz brutal. Letztendlich als Beispiel die Evian-Konferenz von 1938, als es um die Frage ging, wer übernimmt die deutschen Flüchtlinge oder die Verfolgten der Nazi-Herrschaft. Und hier ein Zitat von der Evian-Konferenz am schönen Genfersee, als die Staaten zusammenkamen und nach bewährtem Muster entscheiden sollten, wer übernimmt wie viele Flüchtlinge. Und ein Staat nach dem anderen erklärte, ja, wir haben Arbeitslose, das ist jetzt im Moment zu schwierig für uns, oder unsere Behörden wären überlastet, oder Australien sagt, wir haben kein Judenproblem und wollen keins importieren. Und dieses Zitat hier ist von einer jungen Aktivistin, die an der Konferenz dabei war, die spätere Ministerpräsidentin von Israel, Golda Meir, die hier diese Konferenz erlebt hat, die letztlich das Scheitern des Flüchtlingsregimes der Zwischenkriegszeit dokumentiert hat. Die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges oder der Verfolgung vor und während des Zweiten Weltkrieges führte letztlich überhaupt, ermöglichte einen Durchbruch auf internationaler Ebene, dass sich die Staaten 1951 auf eine Konvention einigten und auf die Einsetzung einer internationalen Organisation, des Flüchtlingshochkommissariats der UNO, das Mandat erhielt, zum Schutz der Flüchtlinge zu intervenieren. Eine Konvention zum Schutz der Flüchtlinge. Der Mangel der Genfer Flüchtlingskonvention, zwar eine universell gültige Flüchtlingsdefinition, aber kein Recht auf Asyl, das wurde nicht erreicht. Das heißt, eine Person hat zwar ein Recht, sich auf die Flucht zu begeben, aber nicht aufgenommen zu werden. Immerhin, und das war der große Durchbruch, eine universell gültige Definition, wer ist Flüchtling, und die Verpflichtung eines Staates, einen Flüchtling nicht in den Verfolgerstaat zurückzuschicken. Egal, ob er ihm Asyl gewährt oder nicht. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Vielleicht interessant, dass das UNHCR, das Hochkommissariat, nur mal für 3 Jahre eingesetzt wurde. Ich dachte, nach 3 Jahren ist das Problem dann gegessen und dann kann man das Amt wieder abschaffen. Und das Amt wurde lange, um jeweils 3, später 5 Jahre
verlängert und erst seit 2004 ist UNHCR eine ständige Organisation. Aber kommen wir auf die Frage, wie wird der Flüchtlingsbegriff in der Konvention hier verankert. Es heißt, der Artikel 1a Absatz 2 ist die maßgebende Bestimmung. Flüchtling findet auf jede Person Anwendung, der Ausdruck Person, die infolge von Ereignissen vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind und aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Überzeugungen den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Was sicher auffällt, ist dieser Stichtag vor dem 1. Januar 1951. Die Genfer Konvention wollte die Folgen des Zweiten Weltkrieges, die Situation der Flüchtlinge bereinigen und ein Asyl bieten. Es war rückwärtsgewandt. Man dachte gar nicht daran, dass es später auch wieder Flüchtlinge geben konnte. Es war wirklich eine Lösung in rückwärtsgewandter Art. Und diese Definition wurde erst 1967 zukunftsoffen, indem durch ein Protokoll dieser Stichtag aufgehoben wurde. Und ebenfalls aufgehoben wurde damals, es gibt noch ganz wenige Staaten, die darauf beharren, dass die Genf-Flüchtlingskonvention nur für Flüchtlinge aus Europa gegolten hat. Ein Land, das diese geografische Beschränkung nach wie vor kennt, ist die Türkei. Das ist im Moment gerade besonders aktuell aufgrund des Abkommens, das die EU mit der Türkei geschlossen hat. Also die Türkei anerkennt nur Flüchtlinge aus Europa als solche. Syrer sind per Definition keine Flüchtlinge nach Flüchtlingskonvention für die türkischen Behörden. Die Schweiz hat die Genfer Flüchtlingskonvention relativ spät umgesetzt, 1979 in einem neuen Asylgesetz. Vorher gab es kein Asylgesetz, es gab Weisungen der Verwaltung. Die Schweiz wollte großzügig sein und den Flüchtlingsbegriff möglichst großzügig umsetzen. Sie hat ihn nicht gerade wörtlich übernommen, aber mehr oder weniger wörtlich und definiert. Flüchtlinge sind Personen, die im Heimatstaat und im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Und der Absatz 2 enthält eine Legaldefinition, was als ernsthafte Nachteile zu gelten haben. Gefährdung von Leib, Leben, Freiheit, Maßnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken und, heißt es, den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. Ein solcher Begriff bedarf der Auslegung. Und diese Auslegung des Begriffes ist einer langjährigen Praxis vorgenommen worden. Diese Praxis hat auch immer mit politischen Entwicklungen zu tun. Die Praxis war lange sehr großzügig im Umgang mit Flüchtlingen aus Mittelosteuropa. Sie wurde restriktiver, als die ersten Flüchtlinge aus Übersee kamen, namentlich aus Chile, später dann aus der Türkei und ganz speziell die Flüchtlinge aus Sri Lanka. Was sich der Praxis entnehmen lässt, wie, wenn man diesen Flüchtlingsbegriff jetzt auseinandernimmt und daraus verschiedene Elemente herausdestilliert, die alle kumulativ erfüllt sein müssen, damit eine Person als Flüchtling anerkannt wird. Die Intensität, der ernsthafte Nachteil, das ist im Flüchtlingsbegriff enthalten, Artikel 3 Absatz 2. Wenn man sich am Stammtisch herumhört, dann hört man oft den Satz, ja, die echten Flüchtlinge nehmen wir, die falschen nicht, oder? Und es scheint so zu sein, dass das automatisch oder sehr einfach feststellbar ist, wer ist Flüchtling und wer nicht, dass es da eines relativ simplen Anwendungsaktes bedarf, um das zu entscheiden.
Aber bereits die Frage, ja, was ist die notwendige Intensität, damit eine Person als Flüchtling anerkannt wird? Ist das, sind das drei Schläge? Sind das 5 Monate Haft? Sind das 5 Jahre? Braucht es Folter? Was ist hier die Schwelle der Intensität, die überschritten werden muss? Das ist im Ermessen der Behörden, in ihrem Beurteilungsspielraum. Da kann man strenger oder weniger streng sein. Ein Element, das sich so aus dem aus der Flüchtlingsdefinition nicht direkt entnehmen lässt, aber durch Auslegung nachvollziehbar, ist das Erfordernis der Gezieltheit, das am Wort Verfolgung anknüpft. Der Verfolger will die verfolgte Person treffen. Ich komme darauf zurück. Und was genannt wird in der Definition, ein bestimmtes Verfolgungsmotiv. Es braucht ein Anknüpfen an, wie es hier heißt, alte Begriffe würde man heute nicht mehr so brauchen, Rasse, also ethnische Herkunft, Religion, Nationalität, zu Gruppenzugehörigkeit, die politische Anschauung. Hier spielt es nicht die entscheidende Rolle, ob die Person das Merkmal hat, sondern ob der Verfolger die Person aufgrund dieses Merkmals treffen will. Also wie Goebbels gesagt hat, wer Jude ist, entscheide ich. Es geht nicht darum, ob die Person sich als Jude empfunden hat, sondern dass der Verfolger die Person aufgrund ihres Merkmals treffen will. Und eine weitere Voraussetzung, damit eine Person als Flüchtling anerkannt werden kann, dass staatlicher Schutz fehlt. Das war lange sehr umstritten in der Schweiz. Die Schweizer Praxis hat jahrzehntelang verlangt, dass der Staat einfach nicht schutzwillig sein will. Das heißt, wenn es keinen staatlichen Schutz gab, dann war die Person, erhielt keinen Asylstatus. Und wenn der Staat nicht schutzfähig war, dann, also ein auseinandergefallener Staat, etwa Somalia, keine staatlichen Strukturen mehr, das führt dazu, dass diese Personen aus Somalia nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden. Hier hat sich die Praxis auch in der Schweiz geändert. Und ganz wichtig auch, eine Person muss nicht verfolgt worden sein, es geht darum, ob sie begründete Furcht hat, verfolgt zu werden. Das ist das Resultat der juristischen Auslegung. Jetzt möchte ich auf das ganz wichtige Kriterium eingehen, zu zeigen, was das für eine Rolle spielt, die Gezieltheit. Der Verfolger will eine verfolgte Person, den Verfolgten treffen, nicht irgendeine Person. Es kann eine große Gruppe sein, kollektive Verfolgung, wenn ein Staat eine Minderheit umbringen will, auslöschen will, Genozid, dann ist jedes Gruppenmitglied verfolgt. Aber wie sieht das aus in Situationen von Krieg und Bürgerkrieg? Wie sieht das aus in Syrien? Sind das verfolgte, gezielt gesuchte Personen? Die Front kommt näher, leben in einem Dorf, 30 Kilometer von der türkischen Grenze weg, die Granaten schlagen ein, die Front kommt näher, sie fliehen in die Türkei. Ist das gezielt? Wohl kaum. Außer die syrische Armee, die Regierungstruppen hätten gewusst, da ist ein Widerstandsnest und die wollen wir alle umbringen, weil das sind unsere Feinde. Dann würde die Verfolgung gezielt. Für die Personen letztlich selber spielt es nicht so eine wahnsinnig entscheidende Rolle. Sie müssen fliehen, sie müssen ihr Leben retten, sie müssen die Grenze überschreiten, werden zu Flüchtlingen. Für unser Asylgesetz spielt das eine große Rolle. Gemäß Schweizer Asylgesetz sind das keine Flüchtlinge, die erhalten einen negativen Entscheid. Das ist nicht sehr realitätsnah, diese Betrachtung in Kriegs- und Bürgerkriegssituationen. Und das wurde in weiten Teilen der Welt auch erkannt und es gab vielerlei Anpassungen in der Praxis, aber auch rechtlicher Art. Zum Teil sind es Verfahrensbestimmungen, muss man Individualverfahren durchführen. Als die Ungarn in die Schweiz kamen, hat man kein Individualverfahren durchgeführt. Da kamen große Gruppen, tausende von Flüchtlingen, die hat man gesagt, prima facie, die müssen wir nicht individuell prüfen, das sind für uns Flüchtlinge. Aber vor allem international betrachtet interessant die Entwicklung,
Das Hochkommissariat für Flüchtlinge erhielt bald einmal von der Generalversammlung das Mandat: Kümmert euch um die Leute, das sind Flüchtlinge, die müssen wir nicht individuell prüfen, ob jetzt jeder da gezielt verfolgt ist oder nicht. Seit 1972 ist UNHCR zuständig, ganz allgemein, für vertriebene Personen, Displaced Persons, in einer ersten Phase für extern vertriebene Personen, die die Grenze überschritten haben, später auch für intern Vertriebene. Und ein sehr interessantes Beispiel, wie man den Flüchtlingsbegriff auch definieren kann, enthält hier die Konvention der Organisation für Afrikanische Einheit. Der sagt, der Begriff Flüchtling findet auf jede Person Anwendung, die wegen Aggression von außen, Besetzung, Fremdherrschaft und aufgrund von Ereignissen, welche die öffentliche Ordnung und so weiter ernsthaft stören, gezwungen ist, den Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu verlassen. Also hier haben wir weder ein bestimmtes Motiv, noch einen Verfolger, noch Gezieltheit. Es sind Personen, welche gezwungen sind, einer Kriegssituation beispielsweise Land zu verlassen, das sind Flüchtlinge. Die Europäische Union ist in eine ähnliche Richtung gegangen. Sie sagt zwar nicht, das seien Flüchtlinge, aber sie nennen Personen, welche wegen Krieg fliehen müssen, Personen, die internationalen Schutzes bedürfen. Sind Personen, die erhalten dann einen sogenannten subsidiären Schutz, stichhaltige Gründe für die Annahme, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden zu erleiden. Und in der Schweiz, hier sehen wir wirklich die verspätete Nation, sind das Personen, die aus Kriegsgebieten kommen, die erhalten einen negativen Asylentscheid. Also ihr Gesuch wird abgelehnt. Und weil der Vollzug allenfalls nicht zumutbar ist, erhalten sie einen Ersatzstatus, eine Ersatzmaßnahme für den nicht vollziehbaren Wegweisungsentscheid, werden sie vorläufig aufgenommen. Also die Personen, die man gemeinhin Sprachgebrauch als Flüchtlinge ansieht, die sind bei uns eben rechtlich betrachtet genau nicht Flüchtlinge, sondern vorläufig Aufgenommene und erhalten diesen Stempel, der schwer zu vermitteln ist. Viele Personen das Gefühl haben, das sind doch irgendwie abgelehnt, das sind gar keine echten Flüchtlinge und das machen die überhaupt in der Schweiz, die sollten doch besser gehen. Das Asylgesetz hätte interessanterweise einen schutzbedürftigen Status, der wurde nach den Erfahrungen des Kosovo-Krieges eingeführt, wenn große Gruppen kommen. Wurde ins Asylgesetz geschrieben, die Schweiz kann Schutzbedürftigen für die Dauer einer schweren Gefährdung während eines Krieges oder Bürgerkrieges vorübergehenden Schutz gewähren. Eine Gruppenaufnahme, kein individuelles Verfahren, was es dazu brauchen würde, wäre ein Grundsatzentscheid des Bundesrates. Ich finde es schwer nachvollziehbar, dass der Bundesrat nicht in der heutigen Zeit einen solchen Grundsatzentscheid fällt und sagt, Personen, die aus Syrien kommen, da muss man nur überprüfen, sind es Personen, die aus Syrien kommen oder nicht, die werden als Schutzbedürftige aufgenommen. Ist eine andere Bezeichnung als vorläufige Aufnahme. Das Verfahren wird entlastet von sinnlosen Individualprüfungsverfahren. Das wäre an sich, hätte unser Gesetz das Instrumentarium, um mit Kriegssituationen in Bezug auf Flüchtlinge besser umzugehen als heute. Das entlastet nicht von der Frage der Verteilung, wer ist verantwortlich, aber mindestens für das Verfahren hätte das große Vorteile. Gruppenaufnahme wäre hier eine der naheliegenden Möglichkeiten, keine individuelle Prüfung. Schauen wir uns einen zweiten Fall an, geschlechtsspezifische Verfolgung. Was fällt hier darunter? Typische Formen von frauenspezifischer Verfolgung, etwa Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder häusliche Gewalt, Zwangsabtreibungen oder der Gruppe der LGBTI, Verfolgung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen. Hier können wir keine Gruppenaufnahme oder Gruppenverfahren machen. Hier bedarf es einer individuellen Abklärung. Ist eine Person aufgrund
ihrer Geschlechtsidentität bei einer Rückkehr gefährdet, hat sie begründete Furcht vor Verfolgung und das muss in einem Verfahren abgeklärt werden. Weshalb ist diese Frage besonders brisant und schwierig? Es gibt in keinem anderen Bereich der Menschenrechte einen so grundlegenden Konflikt über die Geltung der Menschenrechte. Es gibt kaum einen Staat weltweit, der sagt, doch, wir foltern oder wir verfolgen Menschen oder wir machen extralegale Hinrichtungen oder wir greifen massiv in Menschenrechte ein. Wenn es um Rechte von beispielsweise Homosexuellen geht, ein riesen Wertekonflikt. Da gibt es Staaten, sehen Sie hier, wo gleichgeschlechtliche Ehen heterosexuellen Ehen gleichgestellt sind. Und in anderen Staaten drohen Lesben und Schwulen die Todesstrafe. Es ist wirklich kein Bereich, wo es so weit auseinandergeht, dass, wenn in der UNO über das Thema gesprochen wird, ein Drittel der Staaten den Saal verlässt, weil sie nicht bereit ist, über das Thema der Rechte von Homosexuellen zu reden für diesen Fall. Wie geht das Asylgesetz mit diesen geschlechtsspezifischen Verfolgungsformen um? Ist nicht einfach und es war ein langer Kampf und kann auch sagen, positiv, es ist einiges erreicht worden. Wenn Sie sich an den Flüchtlingsbegriff erinnern, heißt es, frauenspezifischen Fluchtgründen ist bei den ernsthaften Nachteilen Rechnung zu tragen. Also das Gesetz macht hier nur eine Anknüpfung beim ernsthaften Nachteil, aber sagt, das ist zu berücksichtigen, weil es ist etwas anderes in vielen Weltgegenden, wenn eine Frau inhaftiert wird für einige Tage, ihre Auswirkungen auf ihre soziale Stellung, als wenn ein Mann für 3 Tage in einer Polizeistation verschwindet. Und das versucht das Gesetz hier zu sagen, dass diesen frauenspezifischen Verfolgungsformen Rechnung zu tragen ist. Der umstrittenste Bereich war immer die Anknüpfung ans Motiv. Rasse, Religion, politische Anschauungen. Da steht nichts von Geschlecht. Es war ein langes Hauptkriegsplatz der Auseinandersetzungen. Die Schweizer Praxis ist heute sehr pragmatisch geworden und anerkennt im Prinzip geschlechtsspezifische Verfolgung, sagt, es braucht nicht speziell jetzt zu sagen, das ist eine soziale Gruppe, die jungen Frauen unter 18, denen Zwangsbeschneidung droht oder Frauen, die sich nicht wehren können bei häuslicher Gewalt und so weiter. Das ist im Prinzip anerkannt. Das Problem ist dann der Nachweis in der Praxis und das Verfahren. Aber hier, und da ist das Bundesverwaltungsgericht ganz vorbildlich, unser Bundesverwaltungsgericht sagt, es geht letztlich beim Motiv, geht es um die Frage, eine Person ist verfolgt wegen ihres Seins, nicht wegen ihres Tuns. Es ist hier, glaube ich, ist die Essenz, was das Motiv für eine Rolle spielt. Gezieltheit, staatlicher Schutz, das waren lange auch sehr umstrittene Themen, die heute mehr oder weniger gegessen sind. Wo der Hauptschwerpunkt der Auseinandersetzungen liegt, ist beim Nachweis und bei der begründeten Furcht. Weil es gewisse Tendenzen gibt, der Rechtsprechung zu sagen, ja, bei Homosexuellen, wenn sie das im Verborgenen leben, passiert ihnen nichts. Also es wird zugemutet, dass sie das diskret behandeln und dann passiert auch nichts. Interessanterweise würde man dieses Argument bei politischer Verfolgung nie bringen, sagen, ja, wenn er das Maul hält, dann passiert ihm nichts. Oder? Aber hier ist das, in vielen Staaten wird das Verfolgten vorgehalten, ja, macht das diskret, dann passiert nichts. Und sehr schwierig auch die Frage des Nachweises, wie kann man hier sensibel Befragungen durchführen, ohne die Rechte der Betroffenen allzu stark zu verletzen. Es gibt hier abscheuliche Beispiele von Verfahren zur Feststellung, ob eine Person homosexuell ist oder nicht, die ich Ihnen ersparen möchte. Also zum Schluss, der Flüchtlingsbegriff der heutige ist ein Produkt der Erfahrung der Verfolgung vor und während des Zweiten Weltkrieges. Also
knüpft an eine ganz bestimmte historische Phase an, bedarf aber meines Erachtens heute der Anpassung, vor allem in Fällen von Massenflucht, Krieg, Bürgerkrieg. Gerade die Situation heute in Syrien ruft eigentlich nach einer Öffnung und auch nach einer Bezeichnung für die Verfolgten, nicht vorläufig Aufgenommene, die ihrer Situation gerecht wird. Bei gewissen Fällen hat der Verfolgungsbegriff seine Berechtigung, wenn er eine Selektion herbeiführen soll zwischen Personen, die aus anderen Gründen fliehen und Personen, die im Sinn des Asylgesetzes oder der Flüchtlingskonvention verfolgt wird. Aber gerade die Praxis bei geschlechtsspezifischer Verfolgung in den letzten Jahren zeigt, dass der Begriff anpassbar ist an neue Verfolgungsformen. Und insofern möchte ich hier mit einer positiven Note enden.